Ja, wir sind hier in Osterwald-Scharnberg in der Straße im Stehnisch. Wir sind alarmiert worden zu einem Garagenbrand, sind hierhin ausgerückt mit 5 Fahrzeugen und ungefähr 30 Kräften. Haben hier eine Doppelgarage vorgefunden mit starkem Austritt. Hatten jetzt ein bisschen Mühe, da erstmal ranzukommen, mussten das Garagentor öffnen mit Segen. Sind jetzt entsprechend vorgedrungen zum Brandherd und starten die Brandbekämpfung und auch die Belüftung. Ja, da ist ein Fahrzeug in der Garage, das aber nicht vom Brand beaufschlagt. Das ist wohl ein dahinterliegender Raum, der in Brand geraten ist. Wir konnten zum Glück, weil wir relativ früh hier waren, weil wir einen Voreinsatz hatten. Wir waren gerade vorher noch bei einer Türnotöffnung, waren gerade fertig, haben die Alarmierung bekommen. Deshalb waren wir sehr, sehr früh hier und konnten die Flammen auch relativ schnell ersticken. Die Gefahr, dass das jetzt auf das Haus überschlägt, ist nicht mehr. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch schauen, dass der Brandrauch sich nicht ausbreitet, weil das auch immer natürlich eine Gefahr bedeutet. Aber ich glaube, man kann sagen, dass Gefahr von dem Haus abgewandt ist, ja. Wir sind gezielt vorgegangen in die Garage, einmal von vorne über das Tor, was verschlossen war, mussten das mit Segen aufmachen, das war die erste Seite. Und von der zweiten Seite sind wir von hinten rum mit Schläuchen noch gegen das Feuer vorgegangen, damit wir es von beiden Seiten eben entsprechend angreifen konnten. Ja, wie immer alles Freiwillige, eben aus unterschiedlichen Situationen gerade gekommen. Ein paar, wie gesagt, gerade aus dem Voreinsatz, ein paar gerade aus dem Feierabend, einer gerade aus dem Homeoffice. Ein paar wollten gerade zum Lehrgang, der muss jetzt einen Moment warten, fängt ein bisschen später an, aber nach dem Einsatz geht es dann zum Lehrgang und dann geht es weiter.